Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24 Create My Team hier bei Heisenberg zockt. Da lesen wir es, der Herr Corona, unser neuer Mann im Mittelfeld, der hat sein erstes Saisontor geschossen. Ja, gegen Osnabrück und wir haben 2-0 gewonnen und das Tor von Corona, da muss ich schon nochmal sagen, also das war natürlich klasse. So aus vollem Lauf ab der Strafraumgrenze und dann einfach mal rechts ins Eck gezimmert. Wunderbar. Ja, das war ein freier Spieler, zu dem möchte ich gleich nochmal kommen. Wir schauen aber hier erstmal. Hat vom ausgeglichenen Trainingsplan nicht profitiert, wenn du Hiku nicht nur auf die Bank setzen, sondern es wäre eine gute Idee, sich auf Leistung zu konzentrieren. Ja, es ist ein Hin und Her. Also, dann machen wir den wieder auf Leistung. Hätten wir hier. Zack, hier wurde noch gesagt, ich hätte das falsch eingestellt, aber lest mal unten. Fokus auf Leistung. Dieser Trainingsplan konzentriert sich auf die Leistung der Spieler und erhöht ihre Bissigkeit. Das ist doch das, was wir wollen. Die Fitness wird dabei jedoch beeinträchtigt. Ja, okay, man kann ja nicht alles haben. Was haben wir denn sonst noch? Fokus auf Energie. Da haben wir Erholung der Spieler und erhöht ihre Fitness, aber da verlieren sie dann die Bissigkeit. Die wollen doch im Spiel drin die Bissigkeit haben. Oder sonst müsstet ihr mir das bitte nochmal kurz erklären, wie das hier gedacht ist bei dem Spiel. Also das wäre meine Logik. Also gehen wir hier raus, löschen das hier. Viele Grüße Assistenzcoach, Dankeschön. Das nächste Spiel ist gegen Karlsruhe, die sind auch relativ weit oben, der KSC. Aber jetzt gehen wir schnell zu den Transfers. Aus folgendem Grund, ich möchte nochmal ein paar freie Spieler beobachten. Weil das hat sich schon ausgezahlt. Du bezahlst ja keine Ablöse, ist ganz klar. Also, nee, Moment, machen wir den hier und dann machen wir hier... was ist denn ungelistet gleich nochmal? Wir machen frei. Freie Spieler, und zwar alle. Und dann sehen wir hier, hätten wir zum Beispiel einen Torwart, den würde ich gerne beobachten. So, dass wir halt für die Rückrunde, Blödsinn, für die neue Saison dann was haben. Weil unser Torwart ist 33, müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier hat man einen Linksverteidiger. Es ist jetzt natürlich ein bisschen zufällig, was ich hier mache, weil ich weiß nicht, wie stark die sind. Man sieht am Tempo hier zum Beispiel, der ist eher schnell. Ich würde sagen, den nehmen wir auch mal noch rein. Also einfach zur Beobachtung. Dann haben wir hier 31-Jährige. Da haben wir nochmal einen Torwart, auch eher älter. Rechter Flügel, die könnte natürlich umschulen. Ich würde den mal noch reinnehmen. So, dann bin ich gespannt, wenn wir dann die Meldung kriegen, wie stark die ungefähr sind. Ja, wir sehen es dann. Das ist wie gesagt für die neue Saison, weil Transferliste ist zu, da können wir im Moment sowieso nichts machen. Ihr habt auch noch geschrieben, da musste ich lachen ein bisschen, logischerweise, bei den Eckenproblemen, dass wir immer Tore kriegen, auf Ecken hin. Wir brauchen größere Spieler. Ja, schon, aber wo soll man denn die jetzt herkriegen? Vielleicht mal beim örtlichen Basketballverein nachfragen. Die müssen noch ein paar große Jungs haben. Aber ob die dann Fußball spielen können? Nein, ja, klar, da müssen wir größere Spieler haben. Haben wir denn wirklich so viele kleine Jungs und Spieler? Das ist halt auch ein Elend. Wo kommen die denn alle her? Warum sind die denn alle so klein? Fragen über Fragen. So, da hat jemand noch ein Angebot zurückgezogen. Warum dies? Oh, da wird trotzdem... Ach so, der Fußballverband Ungarn. Okay, das ist uns natürlich dann doch eher egal. Gut, wir hätten den Spieltag. Gibt es noch was zu tun? Nö, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ja, man könnte noch schnell gucken. Der KSC ist auf Rang 6. Ja, ist uns auf den Fersen. Also das Spiel sollte nur gewinnen. Ich würde sagen, wir machen das wieder so. Ganz einfach auch, weil ich gerade dran denke. Ach, eine Pressekonferenz könnte man auch noch machen. Moral zufrieden. Kommt, die machen wir auch mal noch. Die haben wir auch noch nie gemacht. Das ist halt alles anders über der 23. Da war es logischer, finde ich. Hier musst du das alles selber einstellen. Das ist doch Blödsinn. Was haben sie sich heute ausgedacht? Wir geben alles, würde ich sagen. Haben wir immer mit schwacher Moral gespielt, weil ich diese Pressekonferenz nicht gemacht habe. Ich habe mich eh schon gefragt, warum es sie nicht mehr gibt. Heisenberg konnte zu... Das ist beeinträchtigt die Moral. Ja, wir machen mal. Die Jungs haben gut gespielt, da geht die Moral eh rauf. Guck mal, ja, das ist natürlich dann wahrscheinlich ein anderes Spiel, denke ich. Nach den wechselhaften Leistungen, die sie zuerst gezeigt haben, was war denn daran wechselhaft? Scheint es jetzt kaum noch möglich. Die Wende, was für eine Wende. Wir sind auf Platz 3, Jungs. Im Fußball ist alles schwer. Ja, gut. Dann haben wir die Moral raufgekriegt. Das ist schon mal schön. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Wir haben Feierabend. Allerdings, jetzt gehen wir noch ins Trainings rein. Jetzt gehen wir auch ins Training rein. und machen irgendein Training. Machen wir mal das hier. Bestätigen. Ja, möchte ich auswählen. Schwieriger Ballkontakt. Sprint. Wir machen mal immer mal gucken, was das ist. Wahrscheinlich wieder irgendwas, was ich nicht kann. Aber dann habe ich wenigstens schon mal einen Kollegen hier über den Platz bewegt. Dribble durch die Zonen. Okay, und dann aufs Tor schießen. Das machen wir mal.
Da kommt ein Verteidiger, den müssen wir abschütteln. Oh, da komme ich nicht dran vorbei. Okay. Ich weiß ja auch nicht, wer hier kommt. Das müsste da irgendwie deklariert werden. Kann ich hier durch oder müsste ich da um den Pfosten rum? Fragen über Fragen. Jawohl. Oh, faul. Komm, Schiri. Nicht Ball verloren. Oh, schon wieder faul. Der geht mir halt in die Gräten. Was ist das denn? Okay, da habe ich mir das Schwerste wieder ausgesucht. Halleluja. Aber eben, mir geht es darum, hier schon mal irgendwie wesen mal einen gesteuert zu haben, bevor wir ins Spiel reingehen. Ja, da komme ich dran vorbei. Ja, da bin ich halt außenrum, aber irgendwie, das muss da irgendwie, also manchmal, wo muss ich denn jetzt lang? Was ist das denn? Aber es macht Spaß. Was soll's. So, einmal so. Jawohl, gut. Vorübergehend die Spielstile. Wir machen es mal nochmal. Einmal machen wir es noch. Jetzt weiß ich wenigstens ungefähr, was passiert. Da kommt dann halt irgendeiner angedackelt. So, den kriegen wir hier mit einer scharfen Kurve, also dass wir da nicht reinrennen. Boah, und dann ist halt... Ja, das Dribbeln ist halt schwierig. Und ich bin nicht jemand, der den rechten Stick benutzt. Ich möchte das nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe das nie gemacht. Auch in früheren Dingen nicht. Ja, das war ein Dribbling, das hat geklappt. Dann bin ich halt zu schnell. Ich bin ganz einfach zu schnell. Wenn ich am anderen vorbei bin, muss ich irgendwie langsamer werden. Mal gucken, ob ich das jetzt noch schaffe. Mal gucken. Und ich müsste vielleicht ein bisschen tatsächlich auch schauen. Jawohl, so geht's. Und jetzt? Wohin? Hier lang und dann irgendwie schießen? Oder wo ist die Idee? Oder reicht das schon? Muss ich gar nicht aufs Tor schießen? Schade eigentlich, ich schieße doch gerne aufs Tor. So, nochmal so. Jawohl, darum. Dann hier langsam. Ja, okay. Also haben wir nicht erhalten, aber ich denke, gegen Ende hin haben wir es halbwegs hingekriegt. Wenigstens den zweiten da noch auszudribbeln. Wir machen den Anstoß. Ne, wir machen. Was machen wir denn? Beenden. Was beende ich dann? Ach, dann komme ich hier zum Spieltag. Ich muss doch das Trikot mir noch ansehen. Wie sieht das denn aus? Der KSC. Ja, blau-weiß. Finde ich jetzt nicht so. Wir gehen mal schnell gucken. Anpassen das Ganze. Trikot ändern. Das ist schon das KSC-Trikot. Ich würde hier aber dann doch eher in Rot spielen, denke ich. Das unterscheidet sich klarer und ist ein schönes Trikot. Danke an Fini natürlich nochmal. Wir wählen das aus. Und gehen so ins Spiel rein. Ich muss hier eigentlich nicht mehr rein. Das ist alles richtig so. Der Herr Corona im Zentrum, Becker da außen. Bewölkt ist es im Waldstadion. Wir spielen die Partie. Ziel, ein Sieg. Ein Sieg vor allem. Ein Sieg. Wird schwer, da bin ich überzeugt. Karlsruhe ist mit Sicherheit eine starke Mannschaft. Aber, ja, wenn wir halt da vorne mitspielen wollen, dann müssen wir natürlich auch eine Mannschaft wie Karlsruhe besiegen. Kollege Fernsehen ist schon mal da. Da wird noch ein bisschen getratscht gemacht, getan. Die Fans kommen. Finde ich immer schön, wenn man ein bisschen Atmosphäre hier noch kriegt. Oh, wahrscheinlich was aus der Simulation. Nehme ich an. Da schießen tatsächlich die Karlsruher am Tor. Da hoffen wir mal, dass wir das verhindern können. Ja, wir werden sehen. Gut, wir spielen von rechts nach links in den roten Trikots. Ziel ausgegeben. Ganz klar ein Sieg. Also das Ziel halt. Ja, das war gerade unser neuer Mann. Gut gemacht, gut dran vorbei. Ja, dann die Flanke halt leider dem in die Füße. Und dann tatsächlich der Nachschuss auch Käse. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn die hier kontern. Machen sie aber nicht. Wollten sie zwar, der Herr Becker. Guter Ball. Ja, gut von Janssen. Lauf mal, jetzt läuft er nicht, der Herr Janssen. Oh, da hat er im Prinzip hat er... Nein! Verweigert sozusagen. Da wird der Ball gleich mal rausgepfeffert. Ja, das hätte eine gute Chance werden können. Da war der Herr Becker ein bisschen überrascht. Oder ich kann auch zugeben, ich war ein bisschen überrascht. Oh, guter Ball. Aber dann leider schlecht gemacht. Ja, dann wieder gut gemacht von Corona. Tecato heißt er. Das müsste man sich halt mal merken. Da müsste man sich immer dieses Horst 17 bemühen. Aber ich kann halt auch nichts dafür, dass der so heißt. Ich habe mir das nie ausgesucht. Herr Rowe beim Einwurf. Jetzt könnte hier eigentlich einer laufen, wäre die Idee gewesen. Macht er aber nicht. Haben wir den Herrn Kleindienst relativ weit hinten. Ja, Tecato. Guter Ball. Auch stark gemacht. Oh, aber dann halt schieß. Jetzt sind wir wieder da bei diesen Rollern. Das darf doch nicht wahr sein. Du kannst doch von da nicht irgendwie... Nun rollt doch nicht, nun schießt doch. Einfach scharf. Heieiei. So,
So, wir haben natürlich auch vorne eher kleine. Das heißt, wenn wir natürlich hinten Schwierigkeiten haben bei den Ecken, dann ist das irgendwie vorne im Sturm auch nicht anders. Oh, das ist zu eng. Hör auf zu dribbeln dort. Aufpassen. Konter unterbinden. Ah, komme ich nicht ran. Das war eine Grätsche nach dem Prinzip Hoffnung. Aufpassen. Komm. Da muss Frank eingreifen. Okay, erste Torchance für Karlsruhe. Nichts Massives, aber halt eine Torchance. Nicht wieder irgendein Eckenkäse. Gibt's doch nicht. Heiliges. Also wir haben tatsächlich dermaßen Probleme bei Ecken. Gut gemacht von Jansen. Geh hinterher. Und hol dir hier die Kugel. Boah, das wäre jetzt gut gewesen. Oh, und hier ist ein Loch. Ja, hier ist ein Riesenloch gewesen. Heiliges Abwehr. Guten Morgen. Da muss wieder Frank eingreifen. Hat er stark gemacht. Mal sehen, das aber gar nicht so einfach. Ein flacher, scharfer Schuss. Und eine starke Parade tatsächlich. Reaktionszeit haben wir da noch. Alles Mögliche. Oh, und ich habe Angst vor den Ecken. Komm, haben wir. Es ist halt nicht wahr. Jede Ecke verlieren wir. Wir haben doch dort mit Frank eigentlich einen großen Mann. Das ist das dritte, vierte Gegentor auf eine Ecke hin in der Saison. Und zwar auch in der jüngeren Saison tatsächlich. Was kann man da machen? Da kannst du halt nichts machen. Ja, eben größere Spieler. Aber eben, die können wir halt auch nicht aus dem Hut zusammen. Guck mal, das ist einfach ein falsches Stellungsspiel. Wir haben doch dort mit der drei einen großen Mann. Der steht halt, weiß ich nicht, wie weit vorne, der Herr Fischer. Ja, es ist ein Elend. Okay, 1-0 hinten nach dem Standard. Nicht, dass das neu wäre. Aber es nervt. Es nervt gewaltig, weil es halt einfach unnötig ist, wenn man nach dem Standard die ganze Zeit irgendwie solche Probleme hat. Oh gut, von Rohre, ja, da wird er gelegt. Schade, da wären wir natürlich durch gewesen. Das gibt eine Karte, logischerweise, für Brosinski. Klares Foul, logischerweise. Darf ich mal was versuchen? Ich versuche mal was, dahingehend. Ja. Ja, immerhin. Kopfball von Rowe, allerdings zwar mit Schärfe, aber komplett ungefährlich, weil er zu weit weg war. So, kommt, wir sind 1-0 hinten. Wir müssen hier einen Zahn zulegen. Gut, den Ball runtergeholt. Rowe gleich mit Tempo. Das gefällt mir natürlich. Jawohl, auf Frank. Nein, ich wollte nochmal auf Rowe, der ist aber halt nicht gelaufen. Oh, aber gut von Kleindienst. Ganz stark. Und dann in den Mann rein. Da muss halt früher der Ball kommen. Der Pass. Schade, wenn der Kleindienst den Ball schon erobert, dann müsste er da halt auch was Schlaues machen mit. Aber ich dachte, da kommt der Pass in die Tiefe. Jetzt steht er im Abseits. Frank, pass auf. Gut, mit dem Fuß. Geblockt. Stark gemacht. Kommt da einer? Was soll ich denn machen? Wie doof ist das denn? So, wechseln wir mal die Seite. Stark. Oh, schade. Telefoniert, sagt man dem. Da hat der Gegner, musste da nicht groß überlegen, was passiert. Das war ganz offensichtlich, viel zu offensichtlich. Oh, komm, wähl den Mann an. Oh, gut gemacht. Fast zu spät gestartet, hat aber noch gereicht. Guter Haken. Guter Pass auf Kleindienst. Ah, spiel ihn früher. Der Herr Kleindienst ist fast ein bisschen zu Ball verliebt. Oh, das war ein Foul. Aufpassen. Oh, nicht, dass der hier durchgeht. Gute Grätsche, kein Foul. Jawohl, gut gemacht von Lund. Rowe natürlich wieder mit dem Solo. Macht er stark. Der Herr Kleindienst wäre da vorne. Gut gemacht auf Kleindienst. Jawohl, jetzt in die Tiefe. Stark. Oh, da ist der Torwart dran. Das war halt wieder kein guter Schuss. Eieiei, war es nicht sogar Corona? Die 17? Unser neuer Mann? Der hat keine Luft mehr. Eieiei, okay, also Corona. Eieiei, über 90 Minuten. Offensichtlich eher schwierig, so wie es aussieht. Das ist, da kommen wir auch nicht ran. Komm, haben wir aber nochmal. Was ist jetzt? Pause. 1-0 hinten. Das ist nicht gut. Das ist klar, dass das nicht gut ist. Soll ich jetzt allen Ernstes Corona rausnehmen? Uiuiui, er ist halt hundemüde. Der Bäcker ist auch müde. Kommt, wir bringen hier mal tatsächlich die frischen Leute.
Weil das kann schon sein, dass wir das halt auch merken, wenn da irgendwie... ja, nichts mehr passiert nach vorne vernünftig. Gut, das ist jetzt im Prinzip fast die Ursprungsmannschaft, die wir hatten. Oh, gut gemacht dort. Gut gestört. Jawohl, haben wir die Kugel. Der Herr Haas macht das mit Sicherheit. Oh, und der verdattelt's wieder. Das ist halt, wenn du da mal die Bewegung drauf hast, du kannst halt dann irgendwie nicht mehr bremsen. Allerdings, ja, da passt der Kollege auf. Der passt auch auf. Da kommt aber nochmal Nachschuss, aber Frank passt auf. Kein großes Problem. Rowe mit Power. Ja, macht er gut, da ist er schneller. Oh, dann ist der Platz fertig. Da hat uns der Gegner tatsächlich einfach ins Out rausgetrieben. Kommt, ein Tor kriegen wir hin, Herr Kleindienst. Kommen Sie. Machen Sie eins. Na, da kommen sie halt schon wieder irgendwie vor unser Tor gefährlich. Ja, da passt aber Frank erneut auf. Kann mir trotzdem nicht gefallen, was wir hier sehen. Lauf mal. Ja, gut, wieder nochmal abgebrochen. Hat gemerkt, das klappt nicht. Guter Ball auf Jansen. Da müsst ihr mal laufen. Macht er auch. Mit einem Solo versucht das. Klappt nicht. Muss er nochmal irgendwie über den Flügel. Ja, da ist ein Fuß mehr. Es ist fast zu kompliziert. Wir spielen zu kompliziert, finde ich. Aber ich spiele den nochmal. Ja, halt wieder zum Gegner. Das ist halt schon ein Kreuz. Dass das irgendwie nie funktionieren möchte mit diesen Flanken vernünftig. Oh, und was macht der da? Gedrückt habe ich. Aber irgendwie, er hat verweigert. Mal wieder. Komm, haben wir. Ja, haben wir eben nicht. Da bleibt der wieder stehen. Sensationell. Teilweise. Das war ein strammer Schuss. Sowas würde ich gerne mal von unseren Jungs sehen. Ja, Jansen geht auch raus. Auch müde. Wir haben nur eine einfach Belastung. Wir haben keinen Europacup, wir haben gar nichts und trotzdem sind die Jungs halt tatsächlich irgendwie nach einem Spiel danach mal platt. Und mein Kopfballduell gewonnen. Der Nishimura. Schau mal an. Lauf. Jawohl, gut gemacht. Gut gemacht von Nishimura. Der gehört zwar nicht nach da hinten. Oh, und jetzt Köhler mit Tempo. Ja, auch stark. Auf Rowe. Guter Ball auf Kleindienst. Auch stark. Komm, geh nochmal über den Flügel. Nimm den Herrn Frank mit. Ja, da ist wieder ein Fuß von dem im Weg. Komm, haben wir nochmal. Und wir haben ihn tatsächlich nochmal. Jetzt bauen wir hier ein bisschen Druck auf. Joa, das war gar nichts. Eieiei. Komm, haben wir. Oh, da wird er blockiert. Da wird gerutscht. Komm, Frank, geh drauf. Gut gemacht. Nein, nicht so ein Käse. So gefällt es mir besser. So gefällt es mir auch besser. Jawohl, Frank läuft. Gut auf Kleindienst. Oh, nö, da ist halt wieder einer im Weg. Das war nichts mit gut auf Kleindienst. Das war nicht mal ansatzweise gut. Komme ich nicht ran. Muss ich wieder aufpassen. Oh, der steht auch frei. Allerdings, da passt dann halt tatsächlich der Herr Frank wieder auf. Ne, nicht Frank. Blödsinn. War nicht Herr Frank. Gut gemacht. Jawohl, stark in den Lauf rein von Nishimura. Auch stark. Nein, da war doch einer von uns. Oh, das war halt wieder ein sicheres Tor, was dann irgendwie wieder verdattelt wird. Oh, stark von Rowe. Jawohl, Rowe mit Wille. Ui, das ist, was Rowe so stark macht. Eieiei, ja, okay, das war natürlich jetzt herrlich. Einfach mit Kraft und Wille durchgesetzt. Ganz stark, Riesenjubel hier. Also Rowe ist schon einer meiner Lieblinge mittlerweile, das muss ich sagen. Nicht nur wegen dieser Aktion, aber auch wegen dieser Aktion. Herrlich durchgesetzt und eigentlich aus einem unmöglichen Winkel trifft er. Ja, einfach mit Power. Einfach voll drauf. Dem Torwart eigentlich irgendwie ins Gesicht. Ja, einen Arm ran. Und dann ist das Ding drin. Gut, immerhin ein 1-1. Wie lange geht's noch? Das könnte eng werden, dass wir hier noch gewinnen. Aber ich würde sogar sagen, nach dem Spielverlauf ist das ein gefühltes 1-1. Vielleicht haben wir nochmal eine Möglichkeit. Oh, da ist halt wieder Gewürge. Und ein Wurf für die anderen.
Ja, ein Momentchen hätten wir noch. Wenn wir irgendwie jetzt an den Ball rankommen. Komm, renn, renn, renn. Ja, gut, aber wieder Einwurf wahrscheinlich für... Ja, tatsächlich für den Gegner, für den KSC. Und dann ist das Ding durch. Ja, eher enttäuschend, 1-1, ganz klar. Aber Karlsruhe, man hat es gesehen, die können Fußball spielen. Und wir haben den Punkt eigentlich nur geholt aufgrund einer Einzelleistung von Rowe. Das darf man auch nicht vergessen. Was mir ein bisschen zu denken gibt, ist die Müdigkeit der Leute. Dass wir da tatsächlich einen Corona haben, der irgendwie nach 20 Minuten schon aus dem letzten Loch pfeift. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Aber okay. Gut, dann müssen wir vielleicht doch gucken, dass wir diesen Fokus auf Leistung wieder zurücknehmen. Weil da stand ja eben auch, dass dann die Energie ein bisschen fehlt. Das haben wir gerade gesehen. Gut, wir gehen weiter. Und ja, mal gucken, was das jetzt auf die Tabelle für einen Einfluss hat. Wir werden es gleich wissen. Wir sind noch auf der 3. So schlecht nicht. Wenn wir jetzt gewonnen hätten, wären wir halt 2 Punkte hinter Schalke. Aber wir haben doch 5 Abstand auf die Hertha. Nee. Guck mal. Die Hertha hat ausgerechnet noch ein Spiel weniger. Die können jetzt natürlich bis auf 2 Punkte rankommen. Na ja, gut. Wir können nur auf uns gucken. Wir müssen, ja, ein bisschen besser spielen. Also das war jetzt tatsächlich nicht so. Und das nächste Spiel ist gegen Lautern. Die sind auch irgendwo vorne wahrscheinlich. Ja, die sind auch Sechster. Also das heißt auch, die sind Sechster jetzt. Und Karlsruhe ist auf die 5 gestiegen. Ja, wir brauchen große Spieler. Das sehe ich auch. Wir haben tatsächlich das Gegentor wieder auf den Kopfball gekriegt. Das ist ein Kreuz. Also wir müssen halt mal irgendwie eben eine andere Zuteilung haben. Und das kannst du, glaube ich, gar nicht machen. Dass halt unser Mann, der Herr Fischer ist es, glaube ich. Moment, ich kann ja mal schnell gucken. Bevor ich jetzt jedes Mal den falschen Namen sage. Ja, der Herr Fischer dort. Der ist groß und der ist auch kopfballstark. Dass der halt irgendwie den größten, kopfballstärksten vom Gegner nimmt. Aber das kann man, glaube ich, nicht einstellen. Nicht, dass ich wüsste. Na gut, ich würde sagen, wir sind zufrieden mit dem Punkt. Ich hoffe, ihr seid das auch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.